Thies, 12 Jahre behauptet. Ich parke einen Traktor mit Anhänger schneller rückwärts in eine Parklücke als Schauspieler Hans Siegel. Thies und Hans müssen mit diesem Traktor samt Anhänger so schnell wie möglich rückwärts in die Lücke einparken. Die Zeit startet, wenn das Anhängerrad über die weiße Linie rollt. Jeder hat 3 Versuche, der schnellste Versuch zählt. Hinten am Anhänger ist ein Kuhkopf befestigt, der beim korrekten Einparken dann die Zeit stoppt und ein Signal auslöst. Wenn Strohballen umgefahren werden, gilt dieser Versuch als gescheitert. Thies beginnt. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Wann immer du willst. Zeit läuft. So, das ist der ganz kritische Moment, weil hier muss man den richtigen Knick erwischen, um dann perfekt in die Parklücke hineinzukommen. Boah, das war ziemlich... Ja. Thies, ich will... Muss dir die Zeit natürlich zurufen. 17 Sekunden. Ja. Ja. Okay, 2. Versuch. Wann immer du bereit bist, legst du los. Viel okay. Glück. So, da mit einer Hand steuert er die 50 PS zielsicher. Wahnsinn. Thies, es war nicht ganz so gut wie beim ersten Mal. Das waren 15,1. Gut, dann 3. Versuch. Momentane Bestzeit 15,1. So, Thies, volle Konzentration jetzt nochmal. Geht in sich, gibt Gas. Wenn die Räder die Linie passieren, dann läuft die Zeit. Nochmal tief durchschnaufen. Kann ich? Thies, du kannst loslegen. Knapp 2 Tonnen ist der Trecker schwer. 12 Meter Wendekreis. Und da stößt er ihn wieder unnachahmlich zurück. Ohne abzusetzen, schiebt er ihn in die Lücke rein. Oh! Thies! Thies, ganz... Du warst ganz knapp vor einer neuen Bestzeit. Welche wäre das denn? Es waren 14,3 ungefähr, aber... Wir müssen mal zeigen, hier ist, glaube ich, ein kleines Malheur passiert. Ja. Weil da ist der junge Mann ein bisschen ungestüm gewesen. Ja, und wir haben ja gesagt, wenn ein paar Strohballen fallen, dann zählt der Versuch nicht. Aber Thies, ich muss dir sagen, das macht dich sehr menschlich, dass du auch so einen Fehler zulassen kannst. Sonst wärst du jetzt als Maschine hier durchgegangen. Ja? Also, du fährst den Traktor wieder auf Ausgangsposition, weil jetzt ist der Hans dran. Und wir notieren 15,1 als deine Bestzeit. Ja. Die gilt es zu schlagen. Also, du bist bestens vorbereitet, auch für dich, Hans. Viel Glück, viel Erfolg, toi, toi, toi. Hier ist Hans Siegel mit seinem ersten Versuch. Hängt etwas nervös am Gas, wie ich finde. Zeit läuft. Und jetzt gilt es natürlich, genau hier den richtigen Winkel zu treffen und natürlich den Hänger jetzt auch wieder gerade zu stellen. Und Gas geben jetzt. Komm, schieb ihn hinter Hans, schieb ihn hinter. Und hinten an. Ah! Oh! Alles mitgenommen. Ja. Hans? Der sich freut. Hans, ich muss dir sagen. Ganz kurz. Hans, du hast sehr lange alles richtig gemacht. Danke. Ja, der Thies hatte wirklich Puls. Ich hab's geliebt. Jetzt nicht jetzt Schadenfreude, genau. Da hat noch die halbe Wand mitgenommen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Wir sollen alles umfahren, das wäre doch Beste. Ich glaube, ich bin froh, dass wir keinen verletzt. Hi, das zählt jetzt aber als Fehlversuch, ne? Das zählt als Fehlversuch, natürlich. Haben wir ja gesagt, wenn die Strohballen fallen, dann ist der Versuch ungültig.
Ja. Wie ungültig. Man hat ja auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen, der Bergdoktor läuft ja auch nicht mehr so gut wie früher. Ja, aber vorwärts war gerade stark. Ich krieg ein Zeichen, Hans. Alles ist wieder aufgebaut. Alles ist okay. Wann immer du willst, Versuch Nummer 2. So, Thies, volle Konzentration. Zweiter Versuch von Hans Siegel. Wir gucken auf die Zeit. Und auf geht's, der zweite Versuch. So, das ist der ganz entscheidende Moment, hier in den Knick reinzukommen und jetzt den Anhänger gerade reinzustellen. Und wieder nicht. Oh. Aber das ist genau diese Kiste, das sind Zentimeter nur, ne? Das sind Zentimeter, über die wir da reden. Natürlich. Sehr, man muss mal dazu sagen, das Ding ist so groß, scheint es zu sein, aber dieser eine Moment, wo es diesen Knick gibt nach links, den muss man finden. Ja, genau, genau. Und insofern ist das diffiziler, als man eigentlich denkt, mit so einem großen Traktor zu fahren. Nein, das sieht super aus. Also, wie gesagt, es geht um diesen einen Moment. Man sieht, dass du es kannst. Es geht um Zentimeter. Ne? Genau. Es ist wirklich. Also ich gebe jetzt alles. Volle Konzentration nochmal. Volle Konzentration, alles ist bereit. Die Zeit läuft. Okay. Und Thies, er kann dich auch noch im letzten Versuch knacken, ne? Ja, das weiß ich. Oh, jetzt wird aber schnell. Oh, ja! Hans, was machst du denn? Hans, was war das denn? Du hast dich verlenkt. Okay. Ich sag mal eins. Hans. Toll. Toll, toll. Hans. Hab mir kurz, mir ist hier alles weggeballert jetzt hier. Ist so gut, der Kleine. Es war super knapp. Es war unglaublich. Ja. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich glaube, hier treffen zwei Kontrahenten aufeinander, die durchaus auf Augenhöhe waren, aber der eine hatte vielleicht mehr Erfahrung und ein bisschen Glück auch auf seiner Seite. Und damit steht fest, das Traktorgewell, das gewinnt Thies Meyer! Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.